Ein herzliches Willkommen bei Meyers TV 84 und beim Thema Einzelfallhilfe, Teil 2. Teil 2 beinhaltet, ja, über 919, die medizinisch-fachliche Betreuung. Bei der Einladung zum ersten durch. Ich gebe da mal ein paar Informationen dazu. Simpel, aber klar. Die Betreuung in der Medizin wird durch ärztliches Personal, Pflegepersonal, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten durchgeführt. Betreuung bedeutet aber nicht nur Zugänge legen, EKG, EEG, MRT, CT und vieles mehr, sondern auch die Pflege wie bei Inkontinenzwäsche wechseln, also Windeln, gut, beim Waschen helfen, Lagerungen beachten wegen Dekubitusgefahr, aber auch zur Vorsorge dafür, Medikamentenvergabe, insbesondere bei Demenz und Alzheimer oder Schlaganfall, Apoplex, oder beim Essen helfen, ja. Dazu gehören auch die Überwachung der Vitalzeichen, also Blutdruck, Zucker, Puls, die im Pflegebericht, Pflegeüberleitungsbogen auch genannt, dokumentiert werden. Normalerweise haben die auch eine Pflegestufe. 1, 2 oder 3, je nach dem Schweregrad. Meine Güte, die kriegt das ja nicht aus meinem Mund raus. Sie wird über die Krankenkasse des Patienten beantragt. Dafür ist der Pflegebericht sinnvoll. Bei einer Überprüfung durch das MDK wird genau geprüft, ob dies genehmigt wird. Im Pflegebericht stehen so kleine Informationen wie persönliche Daten, Geschlecht, logisch, ob eine Pflegestufe vorhanden ist oder ob eine Pflegestufe oder keine vorhanden ist. Hausärzte, wenn Betreuer da ist. Warum, wieso, weshalb, die Diagnose, warum gepflegt wird. Die Vitalzeichen. Ob die Person eine Infektion hat, MRSA, Hepatitis C, HIV, dann gibt es noch 3-MRGM und vieles mehr. Jo. Welche Medikamenten eingenommen werden, ob die selber eingenommen werden oder ob die mit Hilfe eingenommen werden. Die Körperpflege, die Ernährung, der Zustand der Haut, Mobilität. Kann die Person laufen, ist im Rollstuhl, kann sie teilweise laufen über einen Rollator und dann im Rollstuhl. Und ja, das sind viele Möglichkeiten. Welche Therapien, ob Physiotherapie, Ergotherapie notwendig ist oder Podologie. Pädagogische Anmerkungen werden durch den Pädagogen eingetragen und vieles mehr. Dann gibt es noch das Thema Lagerung, die 30 Grad, Oberkörperlagerung. Insbesondere bei Herzschwachen, Beintieflagerung, Beinhochlagerung, je nach der Diagnose des Patienten, wie die Pflege in dem Falle notwendig ist, deswegen medizinisch-fachliche Betreuung. Ob es linksseitig gelagert werden muss, weil es vielleicht eine junge Frau ist, die keinen gesundheitlichen guten Zustand hat und schwanger ist, dann muss man auf die linksseitige Lagerung achten, ob ja oder nein. Frakturen, ob irgendwas aufgetaucht ist oder Dekubitus. Stiffneck, falls die Person gestürzt ist, dass die Person den Stiffneck zum Beispiel trägt, ist eine Halskrause, um Wirbelvorfälle zu vermeiden. Vakuummatratze für Bettlägerische, damit die keinen Dekubitus bekommen. Und die Ruhigstellung bei Aggressiven zum Beispiel. Das entscheidet aber der Onkel-Doktor bzw. das Pflegepersonal. Dann gibt es die psychische Betreuung. Hier bei Demenz, Suizidgefahr, Talkdown, Betreuung bei akuter Psychose, Fluchtgefahr, Weglauf, Demenz. Ja. Vitalzeichenkontrolle ist klar. Blutdruck, Puls, Zucker, Infektion. Wie man desinfiziert, ob die Person isoliert werden muss und welche Infektionsgefahr für welche Infektion es gibt. Das haben die Stationen, die Krankenhäuser und ja, haben die alle schriftlich in ihrem Papierkram, kann man nachlesen, wenn man nicht alles weiß, weil man kann sich auch nicht alles merken. Da liest man eben nochmal nach und dann weiß man das. Dann gibt es die Hilfestellungen, hierbei, wenn jemand
übel ist, dass man denen dann hilft, auch wenn es ein bisschen ekelhaft ist, aber muss sein, sonst erstickt er da dran durch sein eigenes Erbrechen. Inkontinenzabsaugung jetzt, die eben das Zeug eben wieder runterschlucken, das kann dann in die Atemwege kommen und dann ist over and out. Blutungsgefahr bei Zuckerkranken zum Beispiel, wenn die sich einen Pitch geben, bluten die aus. Wundversorgung bei Dekubitus zum Beispiel. Wärmeerhalt bei zum Beispiel bei ganz alten Leuten, die bettlägerig sind und ganz dürre sind. Dürre, ja, leicht gesagt. Die Ausstattung ist meist immer ist eine Vakuummatratze bei bettlägerig, im größten Teil, bei manchen nicht. Dann gibt es hier Pulsoximetrie, das ist so ein kleines Ding, da kriegt man den Finger dran und dann kann man den Puls und die Sauerstoffsättigung sehen. Beatmung wird welche benötigt, zum Beispiel bei COPD aber nicht mehr als 4 Liter ungefähr, circa, weil sonst mehr verträgt die Lunge nicht mehr, dann ist sie weg, dann explodiert die, im brutalen Sinne gesehen, auch wenn es nicht so ist, aber die gibt nach. Ob die Person inkubiert werden muss oder Monitoring braucht, zwecks Intensivstation und Maßnahmen der Notkompetenz, zum Beispiel Intubation, Venenpunktion, Punktion macht auch meist der Arzt. Infusionen legen zum Beispiel, die Ringerlösung zum Beispiel. Und die ausgewählten Medikamente, die im Pflegeüberleitungsbogen drin stehen, natürlich auch anwenden. Nicht weglassen, nicht zu viel geben, nur wenn der Arzt es sagt und auch eingetragen hat. Das war es jetzt so medizinisch-fachlichen Betreuung. Ist anstrengend, aber wer es macht, hilft Menschen. Viel Spaß. Tschüss.